Berlin gemacht werden. Das finde ich ganz fantastisch, wie die das hier gemacht haben. Ganz fantastisch. Die Verhandlungsdelegation konnte die Mitglieder heute überzeugen, dass im Koalitionspoker genügend erzielt worden war für die AL, auch wenn dann daran noch an vielen Einzelheiten Kritik geübt wurde. Wenn das vor 2 Stunden so abgestimmt worden wäre, wäre es die Hälfte wert gewesen, weil jetzt war es wirklich möglich, noch mal einen Teil der Sachen auf den Tisch zu legen, und trotzdem haben die Leute gesagt, versucht's, und jetzt haben wir die Verpflichtung, das zu versuchen. Ich denke, jetzt wird Politik gemacht. Früher haben wir Oppositionspolitik gemacht, die war offensichtlich so stark, dass wir jetzt die Regierungspolitik machen können. Und ich hoffe, sie wird genauso gut wie unsere ehemalige Oppositionspolitik. Morgen wird die alternative Liste entscheiden, wer für sie Senatorin oder Senator werden soll. Zu besetzen sind die Ressorts Familie, Jugend und Frauen, das Schulwesen und der Umweltschutz. Heute Abend wurden bei der AL dazu viele Namen schon diskutiert, aber noch keine Favoriten genannt. Die jüngsten schweren Zwischenfälle an der Mauer in Berlin haben zu einer ernsthaften Verstimmung zwischen der Bundesregierung und der DDR geführt. Die Vorkommnisse werden in Bonn als eine Störung der Entspannung und als Belastung der friedlichen nachbarschaftlichen Beziehungen bewertet. Bundeswirtschaftsminister Hausmann, der in den nächsten Tagen mit dem DDR-Partei- und Staatsratsvorsitzenden Honecker zusammentreffen und die Leipziger Messe besuchen wollte, verzichtete auf die DDR-Reise. Seine Absage erfolgte in Übereinstimmung mit dem Bundeskanzleramt. Stefanie Uhlig fragte Hausmann nach den Gründen für seine Entscheidung. Nun, schon die letzten Vorfälle, der Todesfall, andere Vorkommnisse haben mich eigentlich daran zweifeln lassen, ob es immer richtig sein kann, praktisch zu protestieren, aber dann vor allem auch die Wirtschafts- und Handelsbeziehung fortzusetzen, als wäre nichts gewesen. DDR verletzt eben permanent Menschenrechte. Und ich glaube, wir müssen darauf hinweisen, dass wir da unsere wichtigen wirtschaftlichen Beziehungen nicht so fortsetzen können, als wäre nichts gewesen. Es ist eine neue Qualität des deutsch-deutschen Verhältnisses. Es ist gespannt. Der Besuch und das Gespräch macht unter den jetzigen Voraussetzungen keinen Sinn. Aber ich habe Herrn Honecker geschrieben, wenn er Voraussetzungen schafft, findet dieses Gespräch statt, findet die Fortsetzung der Wirtschaftsgespräche statt, aber es liegt an ihm. Was müsste denn geschehen, damit Sie wieder in die DDR fahren? Der Schießbefehl müsste weg sein. Die DDR hat nochmal erneut in Wien Verpflichtungen eingegangen zur Wahrung der Menschenrechte. Und wenn das gegeben ist, steht dem weiteren Gespräch nichts im Wege. Auf einer Konferenz in Den Haag haben führende Vertreter aus 24 Ländern eine Umweltschutzerklärung unterzeichnet. Unter der Aufsicht der Vereinten Nationen sollen so schnell wie möglich internationale Höchstgrenzen für den Ausstoß von Schadstoffen ausgearbeitet werden. Die Einhaltung soll auch von der Weltorganisation kontrolliert werden. Bundeskanzler Kohl nahm an dem Treffen teil. Er sagte vor der Unterzeichnung, alle politischen Kräfte müssten gemeinsam den Gefahren entgegentreten, die sich aus einer langfristigen Veränderung des Weltklimas ergeben könnten. Das sei eine Aufgabe für alle Staaten. Eine einzelne Nation könne wenig ausrichten. Beim Absturz dieses kanadischen Verkehrsflugzeugs kamen 24 der 69 Insassen ums Leben. Die zweistrahlige Fokker F-28 hatte nach dem Abheben vom Flughafen Dryden in der kanadischen Provinz Ontario während eines schweren Schneesturms Baumwipfel gestreift und war explodiert. Dennoch überlebten 45 Passagiere. Die Bergungsmannschaften kamen nur mit Schneepflügen und Kettensägen an die Unglücksstelle. Die Flugsicherheitsbehörde Kanadas untersucht jetzt, warum die Maschine beim Start nicht genügend Höhe gewann. In Essen begann heute die internationale Reisemesse Camping und Touristik. 600 Aussteller aus 37 Ländern informieren über alles, was zum Urlaub gehört. Vom Reiseangebot bis zum Luxus-Wohnwagen und Campingzubehör. Mehr als 1 Million Campingfahrzeuge gibt es in der Bundesrepublik. Und der Trend zeigt weiter aufwärts. Die Lust am Urlaub im fahrbaren Eigenheim ist ungebrochen. Die Traditionalisten unter den Campern lieben es immer noch so. Gemütlichkeit aus Holz und Plüsch. Zunehmend gefragt ist aber auch der neue sachliche Stil der Inneneinrichtung. Von einer weißen Welle ist auf der Essener Messe die Rede. Wer es gern nobel möchte, kommt ebenfalls auf seine Kosten. Farbfernseher, Sitze aus echtem Leder und eine komplette Einbauküche mit Backofen, Herd, Spüle, Dunstabzugshaube. Alles auf kleinstem Raum. Preis 75.000 Mark. Doch manchmal geht der Luxus zu weit. Den Fahrzeugen wird mehr aufgepackt, als sie tragen können.
Gerade die Mittelklasse bei Campingfahrzeugen, Caravans und Motorcaravans neigen zur Überladung durch Überluxus an Zubehör. Speziell bei Reisemobilen sind hier zu große Wassertanks, bei Caravans sind hier zu schwere Campingmöbel aufzuführen, die das Fahrverhalten dieser Campingfahrzeuge negativ beeinflussen. Rekordumsätze meldete die Branche im vergangenen Jahr vor allem bei Motorcaravans. Viele Käufer übernehmen den Innenausbau selbst. Auch der Zelturlauber findet in Essen Neuigkeiten. So dieses Lindwurm genannte Tunnelzelt durch Zusatzelemente nach Bedarf zu verlängern. Wer sich nicht mit Gepäck beladen mag, für den ist diese Jacke das Richtige. Das Dach über dem Kopf ist in 5 Minuten aufgebaut. Und nun zum Fußball. Der FC Bayern München nimmt weiter unangefochten Kurs auf den Meistertitel. Vor 54.000 Zuschauern besiegten die Bayern heute den bisherigen Tabellendritten, den Hamburger Sportverein, durch ein Tor von Jürgen Wegmann mit 1:0. Sie haben nun nach wie vor 5 Punkte Vorsprung vor dem 1. FC Köln. Der empfing heute zu Hause die Frankfurter Eintracht. Der 1. FC Köln ganz in Weiß benötigte gegen die ersatzgeschwächten Gäste aus Frankfurt, die immerhin auf 5 Stammspieler verzichten mussten, 45 Minuten, ehe Flemming Paulsen per Kopf nach einer Flanke von Pierre Barski das 1:0 erzielte. Dies war gleichzeitig der Pausenstand in Köln-Müngersdorf. Mitten in einer Kölner Drangperiode führte ein Tempogegenstoß der Gäste zum Ausgleich. Ein weiter Verteidigungsschlag auf Heinz Gründel, der läuft unbedrängt übers halbe Feld, bedient den mitlaufenden Jörn Andersen, der löst sich von seinem Verfolger Götz und erzielt nach 65 Minuten den 1:1 Ausgleich. Sein direkter Gegenspieler Falco Götz nutzt dann nach einem Freistoß von Littbarski einen Fehler in der Frankfurter Abwehr zur erneuten Kölner Führung nach 77 Spielminuten. Als Bindewald nach einem Freistoß Paulsen umreißt und Schiedsrichter Heidmann den fälligen Strafstoß verweigert, gab es stürmische Proteste unter den 10.000 Besuchern, die sich allerdings durch den Treffer von Thomas Alloff zum 3:1 wieder versöhnlich zeigten. Dies geschah 5 Minuten vor dem Abpfiff. 60 Sekunden vor dem Ende dieser Partie der zweite Treffer von Andersen, doch auch 2 Auswärtstore von Eintracht Frankfurt erstmals in dieser Saison reichten in Köln nicht zum Punktgewinn. Endstand 3:2 für Köln. Hier nun alle Ergebnisse. Dortmund-Leverkusen 2:1, München-Hamburg 1:0, Stuttgarter Kickers VfB Stuttgart 0:2, St. Pauli-Karlsruhe 1:0, Köln-Frankfurt 3:2, Uerdingen-Bochum 3:1, Mannheim-Nürnberg 2:1. Bereits gestern spielten Bremen-Mönchengladbach 2:0 und Hannover-Kaiserslautern 0:0. Das Berliner Olympiastadion bleibt auch in den nächsten 5 Jahren Austragungsort der Endspiele um den Pokal des Deutschen Fußballbundes. Der DFB informierte heute über einen entsprechenden Vertrag mit dem Senat der Stadt. Die endgültige Vergabe des jährlichen Pokalfinales über 1994 hinaus macht der DFB noch abhängig von Modernisierungsarbeiten im Stadion. Seit 1985 werden die Endspiele in Berlin ausgetragen. Und noch eine Meldung vom alpinen Skisport. Die Schweizerin Vreni Schneider, Gewinnerin des Gesamtweltcups in diesem Winter, konnte nun auch noch einen 10 Jahre alten Rekord bei den Alpinen brechen. Im japanischen Wintersportort Shigakogen siegte sie heute im letzten Weltcup-Slalom und damit zum insgesamt 14. Mal in dieser Saison. Den Rekord hielt bislang der Schwede Ingemar Stenmark mit 13 gewonnenen Rennen im Winter 1978-79. Nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 12. März. Im Norden wolkig mit Aufheiterungen und meist trocken. Gegen Abend von Westen her zunehmend stark bewölkt und aufkommender Regen. In der Mitte stark bewölkt und zeitweise Regen, im Tagesverlauf sich auflockernde Bewölkung. Im Süden anfangs sonnig, später Durchzug von Wolkenfeldern, aber meist niederschlagsfrei. Tiefstwerte 7 bis 2, südlich der Donau örtlich nahe 0 Grad. Höchstwerte im Norden 9 bis 13, im Süden 14 bis 18 Grad. Im Süden schwachwindig, im Norden mäßiger Wind um Südwest. Die weiteren Aussichten, am Montag stark bewölkt, zeitweise Regen, vor allem im Süden Temperaturrückgang.
Wir melden uns wieder mit letzten Nachrichten gegen 1.30 Uhr und morgen um 12.45 Uhr mit dem Wochenspiegel. Das Wort zum Sonntag spricht Pfarrer Bernhard Löffler, Laubheim. Guten Abend, verehrte Zuschauer. In einem Bilderbuch der Schuld beschreibt der Grafiker Heinz Giebeler, wie wir mit diesem Schatten umgehen. Der eine nimmt die Schuld auf die leichte Schulter und gibt damit an. Ein zweiter schiebt sie auf den anderen, um sie los zu sein. Wir kennen das. Wieder einer teilt sie mit zwei anderen, dann trifft ihn nur noch ein Drittel. Und wenn er erst feststellt, das und das tun 100 andere doch auch, dann kann von Schuld fast nicht mehr die Rede sein, meint er. Einer trägt das Dunkle, er steht zu seiner Schuld und nimmt sie ernst. Hoffentlich kommt einer, der ihm diese Last abnimmt. Denn das ist das Schwierige an der Schuld. Ich kann sie zwar selber erzeugen, nicht aber selber beseitigen. Ich kann nicht sagen, ich spreche mich frei von dem, was ich dir angetan habe. Ich brauche den anderen, der mir die Schuld in der Vergebung abnimmt. Aber dafür muss ich erst reif werden. Und der Weg dorthin kann lang und schmerzlich sein und manchmal bleiben wir irgendwo auf dem Weg stecken, vielleicht über Jahre hinweg. Am Anfang will ich einfach nicht wahrnehmen, dass ich schuldig bin und etwas angerichtet habe. Mein Schuldgefühl versperrt sich dem, was vor der Tür der Seele steht und heftig pocht. Und während der andere durch mein Verhalten spürbar verletzt ist, tue ich, als ginge mich das gar nichts an. Aber was geschehen ist, klopft weiter, bis ich zugebe, dass es mich meint. Ohne die Tür aufzumachen, rufe ich hinaus, du bist bei mir an der falschen Adresse, du bist selber schuld oder der und der, nicht ich. Doch es lässt keine Ruhe, ich muss die Tür einen Spalt aufmachen. Ich beginne zu verhandeln mit der Schuld. Gut, ich gebe zu, dass ich einen schlechten Tag hatte, aber. Und dieses Aber mit seinen 100 Rechtfertigungen ist immer noch viel gewichtiger als der eigene Anteil. Der nächste Schritt ist wohl der schwierigste, aber der entscheidende. Irgendwann muss ich die Tür aufmachen und die Schuld hereinlassen, als meine Schuld. Ich muss den Widerstand aufgeben, die Rechtfertigungen durchschauen und mir eingestehen, ich bin schuld. Das tut weh und kann ganz schön bedrücken. Denn ich sehe gar nicht mehr so gut aus, wie ich meinte. Deshalb mache ich die Tür auch schnell wieder zu, aber hinter meiner Schuld. Ich bin mit meiner Schuld allein. Reif für die Vergebung bin ich erst, wenn ich zu meiner Schuld stehen kann, auch dem gegenüber, an dem ich schuldig geworden bin. Wenn ich sie bekennen und hinhalten kann. In der Hoffnung, dass der andere sie heilt in der Vergebung. Aber auch wenn ich der andere bin, der Vergebende, bin ich nicht einfach fein heraus. Auch dann kann es ein schmerzlicher Weg sein, bis ich reif bin, Vergebung zu schenken. Ich kann meine Kränkung nämlich pflegen und dadurch stecken bleiben auf dem Weg. Oder ich kann den Schmerz ausleiden, ihn in mir zu Ende kommen lassen. Ich kann mein vermeintliches Bessersein ausspielen. Oder mich solidarisch wissen als einer, der selber oft und oft schuldig wird und Vergebung braucht. Ich kann ihn hängen lassen mit seiner Schuld oder ihm etwas von Gottes Art zu spüren geben. Wie sie auf vielen Seiten der Bibel gezeichnet wird, etwa bei Jesaja, all meine Schuld wirfst du in hohem Bogen hinter deinen Rücken. Ich weiß nicht, verehrte Zuschauer, was schwieriger ist. Reif zu werden für das Bekennen der Schuld oder für das Gewähren der Vergebung. Beides zusammen erst lässt heil werden. Und das ist so nötig wie das tägliche Brot. Nicht umsonst stehen beide Bitten im Vaterunser beieinander. Sie sind hier, um uns zu helfen, die Discovery und ihre Computersysteme zu reaktivieren, denn sie ist Hoheitsgebiet der USA, Dr. Floyd. Weitere Verpflichtungen haben wir nicht. Chlorophyll, Chlorophyll! Chlorophyll? Unfassbar.
Ist es organisch? Ich glaube, ja. Discovery ist teilweise wiederbelebt. Wir wissen noch nicht, welche Schäden sie aufweist und ob wir sie wieder nach Hause bringen können. Das hängt im Wesentlichen von Hell ab. Kojiks Rückkehr heißt der amerikanische Spielfilm, den wir Ihnen nun in deutscher Erstaufführung zeigen. Telly Savalas spielt auf bewährte Weise den berühmten Kriminalpolizisten Theo Kojic, der es in seinem jüngsten Fall mit einem mysteriösen Doppelmord zu tun hat. Alan Metzger hat den spannenden Krimi 1987 inszeniert.